Der 15-jährige Damien Remy darf gerade mal knapp mit dem Töffli durchs Dorf fahren. Auf der Rennstrecke gehört er jetzt aber ab dem Wochenende zu den Grossen. Beim GP von Deutschland kommt er dank einer Wildcard zu seinem Debüt in der 125er-Klasse. Ja, und der Schritt von Damien Remy, der erinnert irgendwie an den ersten grossen Auftritt von Tom Lüthi. Der Tom Lüthi, der war hier 16 gsi. Im Jahr 2002 ist er ebenfalls auf dem Sachsenring sein erstes Rennen gefahren. Ja, 16, der Tom Lüthi, der Damien Remy, der ist jetzt gerade noch mal ein Jahr jünger und wird also den Altersrekord vom Lüthi gerade noch unterbieten. Er ist der Jüngste, er ist der Kleinste und er ist der Leichteste. Damien Remy, Schüler aus Wünnewil. Motoren, speziell Motorräder, sind Teil seines Lebens, seit er denken kann. Mit 4 fuhr er sein erstes Rennen, damals noch auf dem Pocketbike. Vor gut 3 Monaten endlich der 15. Geburtstag. Jetzt darf er mitmischen bei den Großen, ist nicht mehr nur Zaungast. Ja, das ist ein schönes Gefühl. Also, vor einem Jahr bin ich hier und habe davon geträumt, dass ich mal fahren kann. Und jetzt kann ich fahren, ja. Mit zusätzlichem Ballast muss Leichtgewicht Remy auf die Trainingsstrecke. Davide Viperino, schon Lüthis Mechaniker, und Papa Thomas sind dabei. Noch geht's um nichts. Sicher mal sondieren, wo wir überhaupt stehen. Ich auch keine Ahnung haben, wie das Niveau ist in der WM hier oben nachher. Dass die ersten schnell sind, wissen wir. Wie schnell die letzten sind, haben wir keine Ahnung haben. Hier kann man sich mal mit denen messen. Und sicher mal als Herrentaster an das WM-Niveau. Oder dass wir uns ein bisschen Gedanken machen, was es beim ersten Jahr geht mit dem. Statt einer eigenen Box tut es momentan noch ein eigener Handwagen. In der Rennserie der IDM, der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft, hat er bislang Erfahrung sammeln können in der 125er-Klasse. Vor seinem Grand Prix-Debüt gibt es zunächst ein Training mit Hindernissen. Als der Motor seiner Honda eingefahren ist, kommt der Regen. Damien Remy beendet sein erstes Grand Prix-Training auf Rang 33 von 36 Fahrern. Die Zeit, die hier gefahren ist nicht das, was man fahren kann. Er ist schon in diesem Rennen hier schneller unterwegs. Aber ich muss sagen, es ist schon mal erfolgreich, er ist nicht letzt. Das dann auch der Tenor im Fachgespräch Remy Krummenacher-Eggerter. Krummenacher ist sein Vorbild und wenn man das Trainingsfazit des 15-Jährigen hört, mag man nicht glauben, dass er ein Grand Prix-Neuling ist. Ja, also ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit mir, aber von der Linienführung her im Trocken ist es gut gegangen. Aber nein, im Regen ist es ein bisschen schwierig, mich mehr daran zu testen, also nicht etwas riskieren, aber es ist etwa gut gekommen. Damien Remy, der Jüngste, der Kleinste und der Leichteste, aber vielleicht einer der ganz Großen von morgen.